Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Seit der Rückrunde trägt der Vaso Vasic nicht nur das Goal, er trägt auch die Verantwortung vom Nummer 1 Goalie beim FCW. Und das ausgerechnet jetzt, wo es mehr schlecht als recht läuft. Der 18-Jährige aber gibt sich erstaunlich selbstsicher. Mit dem Potenzial, das wir in der Mannschaft haben, ist das eigentlich eine Frechheit, wo wir stehen. Aber ich denke, ich bin zuversichtlich, dass wir da die Tabelle ändern, dass wir da weiter hochkommen. Das 4-1 von Thun gibt dem Vaso recht. Wie war das, als Matthias Walter dir gesagt hat, du bist jetzt Nummer 1? Ja, das war natürlich ein grossartiges Gefühl. Anders, ganz anders wird sich sein Goalie-Kollege Christian Leite gefühlt haben. Es kommt immer darauf an, was man für einen Konkurrent hat. Ich denke, mit dem Christian habe ich es schon vorher super gehabt und ich kann es auch jetzt super. Ich finde also, es ist wirklich korrekt, wie er sich verhält gegenüber mir. Und wie auch ich mich korrekt verhalte gegenüber ihm. Und ich denke, wir zwei sind ein super Duo. Auf dem Platz ist der Vaso der grosse Dirigent, ein Karajan von seiner Abwehr. Bravo, zu viel. Komm Lombi, weiter Lombi. Okay, schau dir gerade mit die Goran. Rotball. Es hat irgendwie ein bisschen angefangen durch das, dass ich am Anfang zuerst ein bisschen so den Fabio Coldorti beobachtet habe, bei GC, wo ich noch war, im Training. Und der war immer schon lautstark am Dirigieren. Und dann habe ich das ein bisschen von ihm bekommen. Ich weiß auch nicht, eben. Was ich mir dort überlegt habe, ich habe auf ihn geschaut und dann von ihm bekommen. Ich habe es auch ein bisschen versucht im Training und dann ist es gut angekommen. Und dann immer weiter. Und dann habe ich immer positive Rückmeldungen bekommen, dass es sehr gut ist, dass es eine meiner Stärken ist. Und dann bin ich an dem dran geblieben. Der Vaso ist einer, der viel lacht und fast bei jedem Scherz dabei ist. Ein jugendlicher Spassvogel halt. Ja, das bin ich sicher. Ich meine, das gehört auch zu meiner Person. Es geht gar nicht um das, wie alt ich bin. Das werde ich immer sein. Das bin einfach ich als Charakter und ich denke einfach, irgendwo durch bleibt man Kind, ist als Fußballer. Jeder hat das ein bisschen. Am Vaso seine Adresse? Schützenwiese Winterthur. Wenn er nicht bei seinen Eltern ist, wohnt er mit dem Christian Leite und dem Matthäus Senkal unter der Haupttribüne. Da schwitzt er auch über seine Aufgaben. Der Vaso macht nämlich eine Berufssportlerlehre. In seinem Fall ist das eine spezielle Bürolehre. Ja, es ist eigentlich so, dass sie völlig am Fußball angepasst ist. Man geht zweimal in der Woche in die Schule, also zwei Tage. Ja, also Fächer sind einfach Fremdsprachen, Französisch, Englisch. Und sonst hat man einfach so spezifisch auf den Fußball halt, also Trainingslehre, Ernährungslehre, Computerkurs, den man noch muss haben, weil es ja ein Bürofachabschluss ist eigentlich, also so ein Bürodiplom. Du gehst gerne in die Schule? Nein, nicht wirklich. Wieso? Yeah. Ja, ich weiß nicht. Ich spiele viel lieber Fußball. Also, und das ist mein sogenanntes Zimmer. Und eben, wie du siehst, schlafe ich da innen eigentlich noch. Zum Trost. Auch Cristiano Ronaldo hat am Anfang in Manchester so bescheiden gewohnt. Ja, ich denke, der Weg dahin ist sicher nicht einfach. Aber wenn man es dann gepackt hat, dann hat man eben so das Leben von Cristiano Ronaldo und von diesen Stars. Aber es ist sicher nicht einfach. Bis dahin brauchst du einen weiten Weg. Man muss viel arbeiten, man muss viel mal unten durch. Das ist der Goalie-Trainer, der mich eigentlich rausgebracht hat. Kann man so sagen. Der Milan Sarovic hat den Vaso bei einem seiner ersten Spiele als Goalie gesehen und gefunden, diesen Juwel will er schleifen.
bin wirklich noch nie im Goal gestanden, hat mir eigentlich beigebracht, wie man einen Ball fängt. Mhm. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. Was sagt er heute zu dir? Ja, nichts, weiterarbeiten, noch nicht erreicht. Das ist das zweite Bild im Zimmer. Der Vaso sagt von sich, dass er sehr gläubig ist und dass er vor jedem Spiel beten ging. Ich meine, wir sind gerade Chile unterwegs, also zum Training, und ich bin eigentlich sehr viel dort. Fast jedes Mal, wenn ich da durchgehe, gehe ich in Chile. Ja, ich finde es wichtig, es ist für mich selber und es ist auch, weil meine Familie, also mein Vater mir das auch beigebracht hat. Der Vaso am Telefon mit seiner Mutter. Wie viele Sekunden kann er zwischen den Sprachen switchen? Nein. Wie will er aber, denkt er? Ich sage jetzt mal im Fußball eher Deutsch und sonst allgemein im Leben eher Serbisch. Vor 25 Jahren sind seine Eltern in die Schweiz gekommen. Sie sind bosnische Serben und kommen aus der Gegend von Koprivna, Nord tief in der Provinz. Ja, ich finde es einfach schön, wenn man dort runter gehen kann und wieder mal halt die Leute sehen. Grosseltern, die Onkel, Cousinen, alle möglichen Leute. In der nordserbischen Stadt Sombor leben seine anderen Grosseltern. Obwohl es am Vaso hier gefällt und er wegen seinem Itch am Schluss bei uns schon einiges zu hören bekommen hat, in der Schweiz fühlt er sich am wohlsten. Ja, für mich ist es schwer zum darüber zu erzählen, weil die Integration, die hat es gar nie richtig gegeben bei mir. Die hat früher vielleicht stattgefunden, als ich noch kleiner war, aber das mag ich mich ja nicht erinnern. Also von dem her, ich bin schon immer integriert, ich habe mich schon immer gefühlt, dass einer von meinen Kollegen, bei uns ist es jetzt auch so, dass wir zwei vom Kosovo bekommen haben, aber wir reden genau gleich mit denen. Also ich weiss nicht, Integration, ob es das braucht bei uns. Also bei mir braucht es das nicht. Für mich ist jeder, der in meine Mannschaft kommt, ist gerade in mein Herz eingeschlossen. Es ist nur schwer zu sagen, also was ich mich fühle. Nein, also Schweiz, ja. Ich fühle mich einfach voll integriert in die Schweiz, aber ich bin schon Serb. Wie soll ich sagen? Wenn ich sage, ich bin Schweizer, dann... Ja. Schwierige Frage. Vor allem, wenn man sich zwischen diesen beiden Ländern entscheiden muss. Vor kurzem hat der Vaso gerade zwei Anfragen bekommen. Für die serbische und für die schweizerische U19. Wo sieht er seine fußballerische Zukunft? Bei den Serben? Oder bei den Schweizer? Ein Entscheid zwischen Kopf und Bauch. Ja, ich denke, ich habe die ganze Ausbildung hier in der Schweiz gemacht. Und ich denke, das würde sicher dafür sprechen, wieso als ich in der Schweizer Nazi mal spielen. Ja, Serbien ist mein Stolz, es ist mein Land. Und also meine Mutter sagt sogar eher, ich soll, wieso als ich nicht hier in der Schweiz bleiben, oder? Weil es wäre, meine Schwester ist auch ihrer Meinung. Und ja, mein Vater ist halt dafür, für Serbien. Es wäre eigentlich fair, oder? Mit dieser Ausbildung, sozusagen. Der Bauch hat gewonnen. Ja, eigentlich schon, ja. Er will für Serbien spielen. Sorry, Vaso, aber dann kannst du halt nicht so schnell an eine WM. Und überhaupt, zuerst kommt der FCW. Warum Kellermöwe bei mir nicht auf dem Leib ist, erfahrt ihr am nächsten Sonntag beim Heimspiel gegen Gossau. Kommt schauen, ich zähle auf euch.